Habt ihr das verstanden? Brauche ich euch das übersetzen? Ich bin müde. Nichtsdestotrotz, muss ein bisschen vorproduziert werden. Also ganz vorproduziert kann man das eigentlich nicht sagen. Ja, wir nähern uns dem Ende immer noch. Es geht weiter hier beim Gemeindehaus. Ja, das ist übrigens Pokémon Karmesin für die Leute, denen es nicht aufgefallen ist. Ich versuche jetzt heute mal ein bisschen zu stehen, ein bisschen herumzuwippen, weil sitzen tut mir einfach nicht gut. Ich sitze gefühlt 8 Stunden lang im Geschäft, wenn nicht sogar länger. Hey, ihr beiden! Lukas, jo, was war vorhin los? Ach, das. Sorry, dass wir plötzlich aufgelegt haben. Klar denkt ihr, dass da was passiert ist. Cosima hat sich erschreckt und ist mit dem Kopf voll in mein Handy gerannt. Ich kann ja wohl nichts dafür, wenn sich die Leute hier so gruselig benehmen. Und dann war da noch dieses seltsame Ding. Ein seltsames Ding? Da war irgendwas. Was Seltsames, rundlich. Und wo ist es jetzt? Bist du sicher, dass du dir das vor lauter Angst nicht, dass du dir das vor lauter Angst nicht nur eingebildet hast? Nein, es war wirklich da. Ja, ja. Hört mal, ich glaube, ich weiß, warum alle im Dorf durchgedreht sind. Wir sollten uns vor seltsamen Mochi fürchten. Oh, da oben! Über dem Dach ist irgendwas. Was soll da sein? Da oben! Das ist das Ding, das ich gesehen habe. Ist das eine Drohne? Nee, ein Pokémon vielleicht? Das ist nicht gut. Ja. Warum schaffen wir es, dem auszuweichen? Nur die nicht, wahrscheinlich, weil sie näher dran stehen. Das schmeckt wie Mochi? Ich weiß nicht, spreche ich die überhaupt richtig aus? Sind sie Mochi oder Mochi? Nein, nicht essen. Oh, was passiert hier? Ja. Sie werden auch zu Zombies. Sieht wirklich so aus, ein bisschen wie Zombies. Also, es ist so. Resident Evil in der Cringe-Version. Ja, und wir dürfen jetzt, glaube ich, gegen die kämpfen. Ja. Kann es sein, dass Pepper ein bisschen rot geworden ist? Ah, das ist jetzt nicht wichtig. Tut mir leid. Hätte ich sie mal früher gewarnt. Ja, das siehst du schon mal wieder. Die seltsamen Mochis, sie stammen von diesem Ding. Infamo! Ah, es benutzt die beiden als Schild. Wir haben keine Wahl. Wir müssen sie beruhigen. Ja, ich finde es erstaunlich, die müssen die ganze Zeit diese Hühnerbewegungen nachmachen. Und trotzdem können sie schaffen es immer noch zu kämpfen. Das ist erstaunlich. Also gut, was habt ihr so zu bieten? Jo. Zwei Giganten gegen zwei Winzlinge, ja. Ja, das brauche ich jetzt nicht weiter vorlesen, es nervt einfach nur noch. Let's go. Ja, Blizzard auf beide. Ja, so viel bringt es nicht aus, unser Schlaraffel ist quasi. Erst einmal zu Eis erstarrt. Und wir kriegen Erfahrungspunkte. Ich glaube, hier setzt jeder 3 Pokémon ein, weil wir haben ja schon gegen die beiden des Öfteren gekämpft. Das sollte es eigentlich nicht großartig verwundern. Nee, für ganz viel Level-Up reicht es nicht. Okay, wird auch mal hier wieder Zeit für Nahkampf, würde ich sagen. Würde ich zumindest der Quabus empfehlen. Gibt ja auch Step. Darf man nicht unterschätzen. Ich setze einfach nochmal Blizzard ein. Ja, und die Verteidigung sind von Spezialverteidigung. Ja, gut, es wurde ja bisher nicht angegriffen.
Ja, und es überlebt knapp. Ist ja erstaunlich. So. Dann ist rein Lawine auf Nachtara. Im Prinzip könnte das Ding, könnte Quabo Nahkampf auf beide einsetzen, das wäre mir eigentlich absolut recht. Ja, beide haben drei. Aber wir kriegen Nachtara nicht los. Das ist irgendwie blöd. Und an sich bräuchten wir mal hier ein anderes Pokémon. Aber wir haben jetzt nichts Spezifisches, was wirklich gut ist gegen Wasser. Eigentlich blöd, dass wir diese Schwachstelle nicht wirklich repräsentieren oder nicht wirklich bedienen können. Penetrieren, ja. Das klingt etwas seltsam, aber ja, hat durchaus seinen Sinn. So, da hatten beide nur noch drei insgesamt. Kann irgendwie nicht stillstehen. So, Felinara. Ja. Ja, wirklich effektiv ist es auch wieder nicht. Ja, dürfen wir ein bisschen zittern. Kann ja nicht schaden. Ja, Mondgewalt ist natürlich Overkill. Ja, Dragoran ist jetzt auch nicht so gut. Da gibt es Besseres. Definitiv Besseres. Ja, setz, wenn du Donner hast, eher auf Ausschluss ein. Ja, das lobe ich mir doch mal. Gut, das heißt, er ist schon mal weg. Also wir kämpfen nur noch gegen jeweils ein Pokémon. Was ich gut finde, was ich unterstütze. Er schafft es immer noch, Wulli zu sagen. Oder sie schafft es immer noch. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Es sieht für mich auf jeden Fall so aus wie ein Androgyne, eine androgyne Repräsentantin. So, ich glaube, jetzt haben wir offiziell alle über Level 90, was sehr, sehr gut ist. Ich meine, ich habe in der Pokémon Purpur schon eins auf Level 100. Yo. Ja. Evolutionen, sage ich da nur. Oder Evolutionen? Keine Ahnung. The Editions of Evoli. Oder das heißt Eevee. Jo, das hat schon gezischt. Ja, gefühlt hat der Kampf trotzdem etwas länger gedauert, aber wir dürfen nicht vergessen, es sind auch 80er Pokémon. Das darf man nun mal nicht unterschätzen, nicht wahr? Und wir kriegen ein ordentliches Preisgeld, das muss man den beiden lassen. Dass die uns überhaupt in der Lage sind, uns Preisgeld zu geben. Ja, sind sie erstmal beruhigt. Pepper, kuss ich mal, es tut mir leid. Als nächstes bist du dran. Sieht jetzt so aus wie das ultimative Trollface, by the way. Okay, werden wir geheilt oder müssen wir hier... Ja, wir wurden tatsächlich geheilt, ohne geheilt zu werden. Ja, so... wir gehen mal weiter auf den gefährten Platz. Ich meine, es dürfte eigentlich nicht mehr allzu lange dauern. Mir war da dieser Epilog nie wirklich lang in Erinnerung. Ja, ich meine, wir kämpfen ja jetzt gegen Hana demnächst. Ohne jetzt großartig zu spoilern, aber ich habe schon gespoilert. Haha. Es müsste irgendwo hier sein.
Okay, die folgen uns Schritt. Mit jedem Schritt. Das ist Nemila. Ein Glück, dir geht es gut. Ich glaube eher weniger. Aber es war ja abzusehen, nicht wahr? Oh Gott, sogar ihm war es klar. Ja, ja, klar. Kopf. Wow, selbst in diesem Zustand bleibt sie sich selbst treu. Infamo! Was soll es eigentlich hier sein? Irgendwie dieser Partyball, den es auch in Super Smash Bros. Brawl gibt? Wenn es eine Mila auf mich hetzt, habe ich keine Chance. Ja, toll. Jetzt ist Game Over. In jedem Zombie spielen wir jetzt Game Over. Mist, gefühlt das ganze Dorf kommt gerade an. Teilen wir uns auf. Okay, klingt gut. Ich werde die Leute aus dem Dorf aufhalten. Du übernimmst derweil Nemila und dieses Ding da oben. Wer weiß, vielleicht werden ja alle wieder normal, wenn du sie besiegst. Ja, es wäre wichtig, das Ding zu besiegen. Okay, ich bin mir jetzt gerade unsicher. Weil ich fürchte, leider Gottes, das wird nicht mehr in diesen Part reinpassen. Deswegen bin ich einfach mal so fies und beende den Part bei einer Laufzeit von 12 Minuten. Es gibt ja noch die Endcard. Genießt die Endcard und genießt hoffentlich noch die nächsten Parts. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie.